Okay. Interessant. Jetzt haben wir ein neues Outfit. Sieht gar nicht mal so scheiße aus, muss ich sagen. Ja, doch, ist relativ anschaulich. Schön. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Horizon Zero Dawn. Folge 5, hier haben wir letztes Mal stehen geblieben, Freunde. Und in dieser Folge geht es hoffentlich ohne technische Probleme, so wie in der letzten Folge. Weiter. In der letzten Folge hatte ich einen schönen Bluescreen hier auf meinem Aufnahme-PC kassiert. Konnte die Aufnahme Gott sei Dank noch retten mit ein paar Bildfehlern und so weiter, aber es hat geklappt. Wir hatten in der letzten Folge eine Mission abgeschlossen. Wir haben diesen komischen... Na, wie hieß denn der? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls haben wir den besiegt. Und jetzt geht's mit der nächsten Hauptquest weiter. Mutterherz. Wir müssen mit Rost reden. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Das glaube ich auch. Gut. Naja. Ach, direkt nochmal ein Lagerfeuer. Piep. Eine Schnellspeicherung kann nie schaden. Jetzt bin ich sehr gespannt, was kommt. Jetzt kommt ja auch gleich die Erprobung, wa? Da bin ich sehr gespannt, ob wir die selber machen müssen oder ob das einfach schon feststeht, dass sie gewinnt. Kann ja auch sein, dass sie nicht gewinnt. Oh. Ah, ist ja wieder ganz belastend. Muss der jetzt hier sein? Ich wollte eigentlich friedlich dran vorbei, wenn es geht. Scheint zu klappen. Dann können wir ihnen aus dem Weg gehen. Hier ist schon wieder Lagerfeuer. Speicherpunkte gibt es hier wirklich wie Sand am Meer. Die nehme ich mal ganz gerne mit. Dann müssen wir einfach weniger laufen. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Gut. 200 Meter noch. In manchen Spielen ist das nichts. Aber in diesem Spiel, wo man sich zu Fuß bewegt, ein bisschen mehr. Ah, ich habe in ein paar Trailern schon gesehen, später hat man dann auch die Möglichkeit, auf solchen Maschinen zu reiten. Aber aktuell, würde ich mal sagen, wird uns das noch nicht zuteil. Schade auch. Na gut. So. Habe ich eigentlich irgendwas? Ja, oh ja, gut. Mutterherz, da ist es ja. Interessant. Diese Welt mit den Bergen und so erinnert schon so ein bisschen an Far Cry, muss ich sagen. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. So, da ist ja schon Rost. Wir müssen reden. Was hast du denn zu sagen, mein Lieber? So, es ist Zeit. Bist du bereit? Noch nicht? Ja, ich bin bereit. Ich will gucken, was passiert. Nein, noch nicht. Ich bin bald wieder da. Verstehe. Ich warte hier. Aloy, lass uns reden. Aloy. Ja, gut, dann machen wir es einfach. Bist du bereit? Ja. Denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir. Als ich noch zum Stamm gehörte. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy,
Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Na dann, wollen wir mal. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich brech damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Dann auf Nimmerwiedersehen, aber ich werde dich finden, ich verstehe. Das möchte ich nicht akzeptieren, Alter. Sie kennt ihn ihr ganzes Leben, ja? Und jetzt soll sie ihn nie wiedersehen? Da pfeife ich drauf. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Und dich. Ich muss ihn gehen lassen. Fürs Erste. Zuerst die Erprobung. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. Ach, ist ja ganz belastend hier. Na gut. Betritt Mutterherz. Also die Erprobung zuerst. Ob wir ihn jemals wiedersehen werden, weiß ich nicht. Lassen wir uns einfach mal von der Story tragen und leiten und dann werden wir es ja sehen. Wieder eine Cutscene. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch! Sie ist hier willkommen! Mutterherz steht hier offen, mein Kind. Komm! Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Tiersa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. So, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Rede mit deinem alten Freund. Ah ja, okay. Dieser besagte alte Freund, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir den kennen, aber wir werden es ja gleich rausfinden. Gibt es keinen Modus, dass diese einfach nur normal läuft? Die ist mir ein bisschen schnell. Ach, das weckt Erinnerung. Was? Ich bin nur ein Kind. Ich wünschte, wir könnten jeden Abend so feiern. Nicht nur zu besonderen Anlässen. Eine Darbietung sollte die Zuschauer mitreißen. Da gehe ich ja lieber arbeiten, als mir das anzusehen. Haha, was für eine Einstellung. Toll. Als meine Mutter jung war, war die Erprobung eine viel ernstere Veranstaltung.
gefällt mir besser als die Erprobung an sich. Okay, die haben alle ein paar Sachen auf Lager, aber nichts wirklich. Ich will was Neues. Ah ja, wie man's nimmt, ein Feuer. Wunderbar. Ich werde hier, denke ich, auch nochmal eine manuelle Speicherung durchführen. Man kann ja nie wissen. Hat der was? Die Göttin hat uns aus gutem Grund erschaffen. Okay. Ich tanze heute Abend, wenn die Stammete mich schief ansehen. Ich möchte jetzt nicht reden. Dann nicht, sorry. Das Heilige Land ist mein Zuhause. Ich will hier niemals fort. Du hast sicher Besseres zu tun, als mit mir zu reden. Dir mag es nicht viel bedeuten, aber die Erzmütter arbeiten hart, um unsere Kraft zu bewahren. Schön. Jetzt? Aufwärmen, warum nicht? Na gut. Nein, an das Fest vor 5 Jahren kommt das hier nicht dran. Die Unterhaltung, der Tanz. Wahnsinnig hey, komisch. Du bist es, oder? Hier drüben. Hä? Ist das nicht dieser Junge, dem wir damals geholfen haben? Aloy, hier. Ich habe etwas für dich. Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tepp ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich. Eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Okay. Interessant. Nora-Kriegerin. Neue Rüstung, genäht von Tab mit von Aloy entworfenen Details. Bietet keinen zusätzlichen Schuss, kann aber verbessert werden. Ah, toll. Nora Kriegerin ist kostenlos. Man könnte natürlich aber auch andere Sachen bauen. Effekte. Interessant. Diese Rüstung wurde hergestellt, um den Elementen zu trotzen und hat sich den extremen Bedingungen des Heiligen Landes gut bewährt. Diese Kleidung dient zur Tarnung und erschwert es, die Trägerin zu sehen und zu hören. Für den Fronteinsatz im Kriegstrupp verstärkt. Die metallüberzogene Brustplatte schützt bei Nahkampfangriffen. Aha. Naja. Weiß ich nicht. Nehmen wir erstmal das hier und dann gucken wir mal weiter. Da. Das scheint dir perfekt zu passen. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Ich bin zu betrunken, um zu tanzen. Okay. Interessant. Jetzt haben wir ein neues Outfit. Sieht gar nicht mal so scheiße aus, muss ich sagen. Ja, doch. Ist relativ anschaulich. Schön. Dann
gehen wir mal weiter und suchen mal nach dieser Tirsa offenbar. Das ist deine Chance. Sieh zu, dass du sie nutzt. Ja, machen wir, machen wir. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Jack, komm da runter! Du bist schon betrunken! Musst du auch noch auf Häuser klettern? Vielleicht sind die Kater gekommen, sich zu entschuldigen. Ich soll andere nicht aufs Dach steigen, was? Komm da runter! Sofort! Oh, das könnte dir verpassen, was? Dass ich runterfalle! Ich will, dass du da runterschmetterst! Du willst, dass ich niemanden Spaß habe! Bei der Urmutter, du bist das. Bleib doch die ganze Nacht auf dem Dach. Groß. Ja, mach ich. So aus der Nähe. Was ist denn? Geh jemand anderem auf die Nerven. Jack, jawohl. Jetzt unhöflich sind die Leute. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Am Anfang kam alles Leben von der Urmutter. Menschen, Maschinen, Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Sie lebten friedlich nebeneinander, im Schutz ihres Beckens. Aber einige wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten, wollten sie mehr. Das waren die Ungläubigen. Die Maschinen hatten ihnen eingeflüstert, dass sie ihnen dienen würden, um ihnen eine bessere Welt zu erschaffen, besser als die der Urmutter. Eine Welt aus Metall. Sie sagten den Ungläubigen, dass sie die ganze Arbeit für sie machen würden. Sie ernähren, ihnen Schutz geben, ihnen ein leichtes Leben im Überfluss verschaffen würden. Und so gingen die Ungläubigen und nahmen die Maschinen mit. Nur die wahren Kinder, die Mütter und Väter der Nora, blieben bei der Urmutter. Zunächst hielten die Maschinen ihr Versprechen. Sie bauten Städte, groß und schrecklich, Monumente ihrer Sünden. Aber sie dienten den Ungläubigen nicht lange. Unter den Maschinen erhob sich ein König, eine Maschine, die mächtiger als jede andere war. Der Metallteufel. Und dann dienten die Ungläubigen ihm. Sie dienten den Maschinen. Aber das reichte dem Metallteufel nicht. Er wollte, dass alle ihm dienen und versuchte, die wahren Kinder von der Urmutter wegzulocken. Sie wollten nicht gehen. Sie versammelten sich am Berghang, um sich an sie zu klammern und beteten, hingebungsvoller als je zuvor. Der Metallteufel wütete lauter als der Donner. In seiner Wut wollte er die Urmutter herausfordern und sie töten. Aber sie vernichtete ihn. Für immer. Wie ihr wisst, denn sein lebloser Körper liegt immer noch dort, starr und schändlich. Die Maschinen wurden über den Tod ihres Königs wahnsinnig und wurden zu wilden Bestien. Die Ungläubigen verließen ihre Städte und mussten fortan ohne die Hilfe der Maschinen durch die Welt ziehen. Nur wir waren und sind die wahren Kinder der Urmutter. Wir haben all das hier mit den Händen erbaut, die sie uns geschenkt hat. Die Maschinen müssen gejagt werden. Metall soll immer Schrott oder Material sein, aber nie etwas, das angebetet wird. Und wir halten uns an ihre Gesetze und sind entschlossen in unseren Gebeten, nicht wahr? Denn die Gefahr ist nie vorbei. Die Ungläubigen beneiden uns noch immer um unser heiliges Land und begehren es. Und von Jahr zu Jahr wächst die Wut der Maschinen.
Sie suchen nach kleinen Nora-Jungen und Mädchen, die nicht brav gewesen sind. Was? Ist da eine Maschine unter uns? Nein, nein. Meine alten Augen haben sich getäuscht. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Schön. Am Anfang kam alles Leben von der Urmutter. Schön, dass sie wieder von vorne anfängt. Menschen, Maschinen, Tiere. Ach, warum nicht? Es waren alle ihre Kinder. Aber interessante Story, muss man sagen. Ich höre sowas mal ganz gerne zu. Und jetzt? Karst? Was machst du hier? Vorsicht! Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde es dir nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Ja, du bist doch... War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Okay, dann mal los. Stolperfall haben wir ja schon. Kriegsbogen könnte man natürlich jetzt drüber nachdenken, ne? Der Kriegsbogen. Hey. Kriegsbogen. Was kann denn meiner? Ich weiß es nicht. Ein Scharfschussbogen. Dieser langsam feuernde, aber äußerst zielsichere Bogen eignet sich am besten für den Fernkampf, wenn es auf Präzision ankommt. Ja. Ich, ne? Diese Waffe verursacht wenig Schaden und feuert Elementladungen ab. Sie kann Feinde verwundbar machen und so für einen Vorteil sorgen. Also, na gut. Klingt jetzt alles nicht so ganz geil, ne? Naja. Erstmal nichts, danke. Viel Glück! So, wo muss ich denn jetzt hin hier? Hallo? In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschrieben und Versklaver! Mörder und Versklaver! Erleuchtet halt! Lass das sein! Nora-Gläubige, lass das sein! Ich bin Osheran, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötet ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Ja. Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit, geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie.
so aus, als wäre es an dem Kaja unserem Stamm ist. Oh, der Besucher gibt mir ein Gerät entdeckt. Was bedeutet das? Ich bin ganz Ah, hat auch dieses Gerät. Schön. Sind da gerade Möge die Urmutter sie vergessen zusammen mit. Er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Ich bin dankbar für diesen. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte! Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Nichts für ungut. Dir steht er toll. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh, ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha! Entführt, ja. Aber geopfert? Nein. Ein paar Karja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, direkt. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid. Ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders.
Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, na, sie sagen es nicht. Wenn die Kharja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Kharja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Wer sind die Oseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können 3 Dinge. Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner. Also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Avard hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. War das nicht schon? Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen vor 15, 20 Jahren. Damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Ja, ist dasselbe. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt auch schon hatten. Ich werde es jetzt auch nochmal anklicken, Freunde. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn es ums Bauen geht, die Kharja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm, wie eine Klinge des Himmels, und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Ich hätte da noch mal eine Frage an dich. Frag ruhig. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja. Schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte. Liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Erzähl mir mehr über Olin. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer.
Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ja, danke, alles so. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja, hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Ich lasse mir von diesen ungläubigen Karja doch nicht das Fest verderben. Was sollen sie denn noch anstellen? Okay, langer Dialog hinter uns und damit, Freunde, würde ich sagen, war's das für diese Folge. Nicht an mir. In der nächsten Vergangenheit Folge sollte Vergangenheit bleiben. Machen wir an dieser Stelle hier weiter. Wir haben jetzt hier leider kein Lagerfeuer in der Nähe, wo ich das Ganze speichern kann. Ich müsste theoretisch nochmal ganz kurz zu diesem Lagerfeuer gehen, weil ich das Game jetzt beenden wollte und ich keinen Bock habe, alles normal zu machen. Deswegen rennen wir da mal kurz hin, es ist ja nicht so weit. Dann machen wir die Segnung natürlich in der nächsten Folge, Freunde. Aber sehr interessant, was man durch die Dialoge so alles herausfinden kann, sag ich mal so. Ist dann doch noch ein interessantes Hintergrundwissen, um besser ins Spiel zu kommen. Und deswegen finde ich das umso wichtiger, sich das mal anzugucken. So, jetzt machen wir aber Schluss, Freunde. Machen nochmal eine manuelle Speicherung und dann würde ich sagen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.